Vielen, vielen Dank. Olaf. Ja, ja, da bin ich. Genau, auch du hast ein tolles, fantastisches Jahr hinter dir. Hast im Sommer ein neues Album rausgebracht, hast Titel von Ivo ganz neu interpretiert. Das Album war ein toller Erfolg. Mhm. Wie geht für dich das Jahr 2013 zu Ende? Ja, wir sind jetzt gerade Tag und Nacht am Proben. Wir machen am 14.12. Das ist für mich so ein Highlight. Das erste große Weihnachtskonzert. Komplett live mit Band in der Zeche Karl in Essen. Da bin ich richtig froh drüber. Auch mittendrin im Pott dieses Konzert zu spielen am 14.12. Und das wird, wie gesagt, ein Weihnachtskonzert. Wobei ich mir dann aber auch mal Songs ausgesucht habe, wie zum Beispiel von Michael Bublé oder von Chris Rea. Einfach auch mal so ein bisschen weihnachtliche Stimmung mit reinzukriegen. Es klingt uns gerade zur Zeit ganz gut im Proberaum. Mal gucken, wie es am 14.12. ist. Aber es wird ein tolles Erlebnis. Also ich freue mich sehr drauf. Und ansonsten muss ich sagen, gibt es jetzt noch ein paar Auftritte. Ich habe noch zwei so Weihnachtsmärkte, die ich sehr gerne mache. Auch in Essen-Stehl am 7.12. ist für mich immer ein Highlight. Ich glaube, ich bin jetzt das 15. Jahr hintereinander dort, weil es macht mir wahnsinnig großen Spaß, in Essen zu spielen, weil meine Wurzeln ja aus Mülheim an der Ruhr und Essen sind. Und ja, ansonsten gibt es dann auch natürlich endlich auch mal den wohlverdienten Urlaub über Winter, über Weihnachten in Österreich mit meiner Familie. Kinder auf die Snowboards, Frau auf die Skier und ich beim Après-Ski. Ja, das ist gut. Du hast gerade das Wort Band gesagt. Du hast eine fast komplett neue Band und ich habe mir sagen lassen, die ist richtig gut. Ja, die mucken alle ganz gut. Also ich gebe mir unglaublich viel Mühe, wenn es heißt, wir spielen alle live, weil es soll nicht da vom MIDI-File, soll nicht vom Sequencer viel runterkommen, sondern es soll wirklich auf dem Punkt sein. Und die neue Band, die ich zusammengestellt habe, Keyboarder hat zum Beispiel eine Wurzel von Unheilig und so weiter. Also das sind schon alles gestandene Musiker und es soll auch verdammt gut klingen. Und jeder Mucker weiß, ich bin ja auch selber Schlagzeugergelernter, und jeder weiß, dass wenn man eine Band zusammenstellt, das muss wirklich klingen wie aus einem Guss. Und da haben wir uns viel Mühe gegeben, eine neue Band zusammenzustellen. Und ich glaube, wir haben da wirklich was Feines, sehr fein sogar. Was wird es für dich neben der Schlagernacht hier in Essen 2014 noch alles geben? Im nächsten Jahr? Ja. So an diesem Tag? Ja, so insgesamt. Kleiner Ausblick. Kleiner Ausblick auch. Ja, wir machen wieder ein neues Album für nächstes Jahr. Ich freue mich natürlich auch, dass die Sony wieder voll mit eingestiegen ist, wie auch in diesem Jahr. Im Januar werde ich für die Sat.1 Goldschlager-Tour zur Verfügung stehen. Wir werden 20 Termine im Osten spielen, also in den neuen Bundesländern. Freue mich sehr drauf. Viele gute Kollegen sind dabei. Ja, und dann gibt es für mich im Februar wieder den berühmten Fastelovend in Köln. Dort werde ich dann nochmal durchgerockt. Ich glaube, 80 Termine haben für Februar. Und dann gibt es noch mal ein bisschen Urlaub, und dann kommt der spannende Sommer. Und ja, es läuft eigentlich immer durch. Ich bin ja jetzt nicht so saisonal bedingt, sondern es läuft und läuft und läuft. Wobei ich auch mittlerweile immer mehr dran denke, dass dann doch der Erfolg wichtig ist, aber die Gesundheit noch wichtiger. In Mülheim geboren, Essen sind mit deine Wurzeln. Freust du dich auf so einen Auftritt dann eigentlich ganz besonders wie die Schlagernacht hier im neuen Stadion? Ja, auf jeden Fall. Also ich als Pottjunge, ja, und ich bin doch ein richtiger Pottjunge, freut man sich sowieso, mittendrin zu spielen. Also gerade Essen, meine Eltern haben hier 30 Jahre gewohnt, das ist für mich ganz toll, und ich werde auch mit Sicherheit ganz viele bekannte Gesichter wieder treffen, die vor der Bühne stehen. Weil ich sage immer, ach, endlich normale Leute, und das ist halt im Pott so. Und deshalb liebe ich auch die Menschen in diesem Ruhrgebiet, weil die sind halt so normal und nicht so wie Jan. Ja, ich liebe dieses Leben hier, und auch wenn ich weggezogen bin, ich bin verdammt oft im Pott. Ich habe meine ganzen Freunde hier im Ruhrgebiet, also ich liebe es hier, und hier wird die Stimmung auch überkochen, und ich hoffe, ich glaube, wenn es regnet, wird es genauso voll, als wenn die Sonne scheint. Also die Leute wollen feiern, und wenn sie das gute Programm sehen, wobei ich sagen muss, ich werde auch bei Black Sabbath zu Gast sein, weißt du, lass ich mir auch nicht entgehen. Habe ich schon eine Karte gewonnen, ja. Weiß er noch gar nicht. Ja, vielen Dank an Olaf. Sehr gerne, danke. Wir machen weiter mit Chris Andrews.